Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch meine Neuzugänge, die im Mai bei mir eingezogen sind. Und es ist, wie ihr auf dem Thumbnail gesehen habt, doch eine ganze Menge. Und vor allem haptisch. Ja, diese Challenge hat in diesem Monat gar nicht geklappt. Aber sprechen wir zuerst über den Elefanten im Raum. Ja, auch die Haarfarbe ist neu. Ich bin ein bisschen mehr erblondet. Es ist noch nicht so hell, wie ich es mir gewünscht habe. Aber ja, blondieren ist ja immer so ein kleiner Prozess. Aber soweit gefällt mir jetzt das Blond auf jeden Fall schon richtig gut. Ihr werdet mich im Büchermonat, zumindest noch was die Clips angeht, noch ein bisschen dunkler sehen. Aber das ja, seht ihr dann auf jeden Fall in der nächsten Woche. Starten wir mit dem ersten Büchermonat-Video. Ja, es sind 17 Bücher bei mir eingezogen und ich denke, dass ich das lesetechnisch in den nächsten 2 Tagen nicht mehr herausreißen werde. Also ich habe definitiv ein bisschen weniger gelesen. Es sind 13 haptische Bücher bei mir eingezogen und je 2 Hörbücher und E-Books. Also auch diese Challenge mit irgendwie so ein bisschen 50-50 hat nicht geklappt. Ich habe es mir jetzt sehr, 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 sehr fest für den Juni vorgenommen, wirklich von Rebuy und Tauschticket und so weiter überall Abstand zu halten. Und ja, jetzt ist diesen Monat im Mai auch 2 Bücherpakete bei mir halt gemacht. Die Videos packe ich euch auf jeden Fall auch in die Infobox. Dann ist es natürlich einfach, wie es ist. Aber ich denke, wir starten jetzt einfach mal mit den 17 Büchern. Ich packe euch alle Bücher unten in die Infobox, kennzeichne dort auch, was ein Rezensionsexemplar ist. Und ich sage euch natürlich auch schon immer so ein bisschen, was ich schon gelesen habe, weil dann würde ich da natürlich zum Buch auch hier ein bisschen weniger erzählen. E-Books und Hörbücher blende ich euch ein und wir starten auch direkt mit einem E-Book, nämlich Yellowface von Rebecca F. Kwang. Eigentlich habe ich von der Autorin noch Babel auf dem Sub und ich war gar nicht so, ja, so angefixt von dieser Geschichte, weil ich dachte, naja, wer weiß, in welche Richtung das geht. Jetzt haben aber doch recht viele in meinem nahen Umkreis davon geschwärmt und dann ja, musste es einfach als E-Book bei mir einziehen. Stephen King sagt nämlich, Krimi, Satire, Paranoia, heiße Debatten, vor allem aber eine absolut großartige Geschichte. Und dann als Kingsianerin konnte ich da natürlich nicht mehr irgendwie Nein sagen. Ja, wir treffen auf June Heyward und Athena Liu. Sie sind beide aufstrebende Stars der Literaturszene. Doch während die chinesisch-amerikanische Autorin Athena für ihre Romane gefeiert wird, fristet June ein Dasein im Abseits. Niemand interessiert sich für die Geschichten eines ganz normalen weißen Mädchens. So sieht es June zumindest. Doch June wird dann Zeugin, wie Athena bei einem Unfall stirbt. Sie stiehlt ja, im Affekt Athenas neuestes, gerade vollendetes Manuskript, einen Roman über die Heldentaten chinesischer Arbeiter während des Ersten Weltkriegs. Und Chun überarbeitet das Werk und veröffentlicht es unter ihrem neuen Künstlernamen Juniper Song. Verdient es, dieses Stück Geschichte nicht erzählt zu werden, und zwar egal von wem, aber nun muss Chun ihr Geheimnis hüten und herausfinden, wie weit sie dafür gehen will. Fand ich dennoch schon interessant. Ich bin nur von diesen Geheimnissen und diesen Lügen. Ich muss mal gucken, in welche Richtung es geht. Aber es soll ja wirklich die Medien, die Verlagswelt, die Bloggerwelt und so weiter auch so ein bisschen sehr stark beleuchten. Jetzt mal ganz davon abgesehen, in welche Richtung. Und ich bin hier sehr, sehr neugierig. Auch das nächste Buch ist ein E-Book, das habe ich als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Und zwar ist das das neue Buch von Katinka Engel. Das Ende von gestern ist der Anfang von morgen. Und ich muss sagen, Cover finde ich ganz gut. Der Titel hat mich echt bekommen. Also einfach nur dieser Satz, das Ende von gestern ist der Anfang von morgen, fand ich richtig schön. Man fragt sich natürlich, wo ist das heute? Aber das ist das eine. Ja, ist es jemals zu spät für eine zweite Chance? Wir sind in London 1974 und wir treffen die 17-jährige Pippa, die ist Tochter aus gutem Hause und sie trifft bei einem Punkkonzert Oz, den Sänger der Band. Oz steht für alles, was ihre Familie verachtet, gegen alle Konventionen und gegen jede Logik verlieben sich die beiden dennoch ineinander, doch ja, werden sie recht schnell von der Realität eingeholt. Dann sind wir in der Gegenwart und weiterhin in London und treffen auf die Online-Redakteurin Gilly. Sie ist überglücklich, als sie eine erschwingliche Wohnung in einem viktorianischen Mietshaus findet. Doch dann soll das Haus verkauft und ja, Luxus saniert werden. Und um das zu verhindern, tut Gilly sich mit ihren Nachbarn, dem Dokumentarfilmer Owen, zusammen. Und während ihrer Recherche stoßen die beiden auf eine Geschichte, die sie weit in die Vergangenheit führt. Und ich mag es, wenn Geschichten auf 2 Zeitebenen
Kindern erzählt werden. Und ich finde auch diese ganze Punk-Zeit in den 1970er Jahren in England super interessant und bin total neugierig, welche Verbindungen die Gegenwart mit der Vergangenheit hat und auch wie die hier so ein bisschen zusammengehören. Also was so interessant in der Gegenwart an der Vergangenheit ist. Und ja, ich bin neugierig und freue mich drauf, die Geschichte dann zu lesen. Dann ist bei mir eingezogen von Leigh Bardugo, Der Vertraute, ebenfalls als Rezensionsexemplar, wurde von mir im Mai auch schon gelesen, wird also auf jeden Fall in den nächsten beiden Bücherwochen besprochen werden. Und ja, auch optisch hat mir das super gut gefallen. Es war ein Highlight-Kandidat. Leider ist es das nicht geworden, auch wenn ich wirklich von der Krischer-Reihe von der Autorin immer super begeistert bin. Diese ganze Welt hier mit ihrem etwas erwachseneren historischen Fantasy konnte sie mich nur so bedingt abholen. Aber ja, ein bisschen mehr erzähle ich euch dann natürlich im Büchermonat. Wir sind hier ja in Spanien, im Beginn des goldenen Zeitalters. Und es geht ein bisschen um Religion und um Glauben und um diese Streitereien darüber. Und was ist Magie, was ist Hexerei? Und das haben wir hier so ein bisschen in Erzählung. Also ja, kommt auf jeden Fall im Büchermonat. Auch schon gelesen ist Das Kind in mir will achtsam morden von Carsten Dusse. Das ist der zweite Teil von 5. Und auch, hier kann ich sagen, habe ich im Mai gelesen, hat mich begeistert. Und wir werden die Reihe auf jeden Fall weiterlesen. Ich liebäugle jetzt hier schon Richtung Bibliothek und gucke immer, oh, wann ist jetzt der dritte, vierte Teil erhältlich? Die sind jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nämlich beide ausgeliehen. Und dann werden auch beide direkt geholt und wahrscheinlich auch wieder verschlungen. Eine humorvolle, sehr bitterböse, zynische, ja, schwarzhumorige Thriller-Reihe, die mich wirklich zum Schmunzeln und Lachen bringt. Und ich fand schon den ersten Teil großartig und kann auch sagen, der zweite Teil hat mich auch absolut bekommen. Ich hatte ein bisschen Angst, ob sich das irgendwie so abträgt oder ja, dass die Idee dann irgendwann nicht mehr spritzig ist. Aber Carsten Dusse schafft es im zweiten Teil auch, mich total zu begeistern. Und dementsprechend, ja, wird das auf jeden Fall auch weiter gelesen. Dann habe ich bei Tauschticket Omama von Lisa Eckhart entdeckt. Lisa Eckhart macht schon ja ein bisschen länger. Ich glaube, sie ist mal bekannt geworden mit Poetry Slam und ist jetzt aber schon sehr satirisch auch unterwegs und hat auch so einen sehr bösen Humor und ist, glaube ich, ursprünglich Österreicherin, lebt aber in Deutschland. Und das ist, glaube ich, die Geschichte ein bisschen von ihrer Oma mehr oder weniger, denn Lisa Eckhart unternimmt einen wilden Ritt durch die Nachkriegsgeschichte, tabulos, intelligent, böse, geschliffen und sehr, sehr komisch. Und ich glaube, sie hat dazu auch ihre Oma, genau, die Oma Helga interviewt. Und jetzt, wenn ihr mich kennt, wisst ihr, dass ich kein so Zweite Weltkriegs-Fan bin und auch nicht so gerne über Nachkriegszeit lese, aber ich glaube, dass Lisa Eckhart hier etwas sehr Cooles geschaffen haben kann. Es gibt sehr unterschiedliche Stimmen. Ich bin gespannt, ob sie mich mit ihrem Stil packen kann, weil ich ihren Humor oftmals teile. Nicht immer, aber oftmals. Und da bin ich einfach neugierig, was sie so ein bisschen hier geschichtlich macht. Dann zwei Bücher aus dem Needful Things Paket. Das Unpacking packe ich euch auch unten in die Infobox. Und zwar von Lucia Herbst, Medusa, verdammt lebendig. Hat mich mega angesprochen, denn wir erleben hier eben die Geschichte von Medusa und dem Göttergericht und ja, wie Medusa eigentlich fälschlicherweise hier so ja in den Dreck gezogen wurde. Ja, die Gorgone Medusa erzählt ihre Geschichte. Wir sind in der Gegenwart in Köln und Medusa lebt. Jahrtausende lang musste sie sich vor den Göttern und Menschen verstecken. Sie hat es jetzt aber satt, das Monster ihrer eigenen tragischen Geschichte zu sein und wagt das undenkbar. Sie stellt Poseidon und Athene, die Götter des Olymps, die sie zum Monster gemacht haben, vor ein internationales Göttergericht. Bin mega gespannt. Klingt total spannend. Ist auch ein sehr neues Buch, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, ist auch erst letztes Jahr erschienen, genau 2022, sogar ein Jahr vorher, aber da freue ich mich drauf. Dann auch eingezogen ist Die kleinen Geheimnisse des Herzens von Celia Anderson. Auch das fand ich nicht nur vom Cover mit der Elster super, super schön, sondern es soll warmherzig sein, romantisch und auf die allerbeste Art ein bisschen anders. Und es soll ein Juwel von einem Buch sein, eine zauberhafte Geschichte über die Liebe, das Leben und den Wert wahrer Freundschaft. Ich bin mir noch nicht sicher, was man hier so auf 470 Seiten erzählen kann. Freue mich aber darauf, die Geschichte zu entdecken und ja, Buch ist in der Infobox und auch das Unpacking dazu. Dann habe ich von Christian Richter,
den ich letztes Jahr auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt habe. Und auch dieses Jahr haben wir den Freitagnachmittag so ein bisschen miteinander verbracht und sind durch die Hallen gelaufen, habe ich sein Debütroman erhalten. Im Schatten der Stasi ist auch jetzt ab Anfang Juni erhältlich. Und wir reisen hier so ein bisschen in die Vergangenheit, in die 70er Jahre, denn dort erschüttert ein grausames Ereignis aus dem Dunstkreis der Stasi die ostdeutsche Provinz. Sie werfen lange Schatten voraus, deren Ausmaß niemand zu begreifen vermag. Tief reichen die kräftigen Wurzeln des Bösen und sichern sein Überleben über Generationen hinweg mit dramatischen Folgen. Wir haben hier, ich glaube, drei, genau, Edel, Colin und Lucy, die ihren Musiktraum leben, bis der Wunsch nach Erfolg ihnen zum Verhängnis wird. Und ich bin super neugierig. Also ich bin jetzt auch nicht der größte Kenner von Stasi und der DDR-Geschichte, bin aber dennoch sehr, sehr gespannt, was hier so ein bisschen uns Christian Richter erzählen wird. Es ist im Self-Publishing erschienen und ich bin total neugierig und freue mich da auf jeden Fall drauf, da dann jetzt auch im Juni einzutauchen. Das nächste Buch habe ich mir in Englisch ertauscht und zwar Heartstopper Volume 1 von Alice Oseman. Und zwar hat auch hier eine Freundin von mir so geschwärmt. Und hat auch gleich gesagt, du musst auch direkt danach die Serie schauen. Und so habe ich mir diese Graphic Novel geholt und habe sie auch direkt schon gelesen. Und ich kann auch schon so viel sagen, ja, auch der Serie bin ich mittlerweile verfallen. Ja, die Graphic Novel ist in Schwarz-Weiß. Ich weiß gar nicht, ob das so wie beim Manga dann auch bunte Sachen gibt. Und wir haben hier eine Boy-Meet-Boy-Geschichte, die einfach herzerwärmend schön ist. Also ich habe mich so umarmt und eingenommen gefühlt in dieser Geschichte, sowohl im Auftakt der Buchreihe. Ich glaube, mittlerweile gibt es vier, ich glaube, oder schon fünf mittlerweile. Hier unten kann man die zumindest im Englischen sehen. Und ich kann auch sagen, dass ich jetzt schon in der Serie drin bin und auch diese sehr, sehr genieße. Und so habe ich mein englisches Buch diesen Monat auch mal wieder gelesen und auch meine Graphic Novel, was ich ja eher selten lese. Dazu dann auf jeden Fall mehr im Büchermonat, aber ja, auch da kann ich sagen, gefiel mir richtig, richtig gut. Dann hat das Paket von Lisa bei mir halt gemacht und ich glaube, es sind drei Bücher geworden, richtig. Zum einen ein Spannungsroman von Ronald Murphy, Snow, die Kälte. Fürchte dich, wenn es schneit. Bin ich super, super neugierig. Ist natürlich eher was für den Winter, denn wir haben hier einen Schneesturm im mittleren Westen der USA und alle Flüge werden abgesagt und dann entscheidet sich eine Gruppe von vier Leuten, ein Mietauto zu nehmen. Doch sie bleiben dann in einer eingeschneiten Kleinstadt liegen und dann ahnt er, also der Hauptcharakter, dass es eine schlechte Entscheidung war. Denn draußen im Schnee lauert das Grauen. Für mich grundsätzlich immer herrscht Starkgrauen, wenn es schneit, aber gut. Dann aus dem Fester Verlag von Darcy Coates, Der Fluch von Carrow House. Und auch das habe ich eher so ein bisschen für den Herbst, Winter bei mir einziehen lassen, weil das einfach super unheimlich, gruselig und spooky klang. Es soll ein unheimlicher Bestseller in der Tradition von Shirley Jacksons Spuk im Hill House sein. Da mochte ich die Serie super gerne und ich kann mir auch vorstellen, dass das in Buchform richtig gruselig und spannend sein kann. Und da bin ich total neugierig. Ach, das ist sogar aus dem australischen Englisch, okay. Ich hätte jetzt eigentlich einfach nur Englisch sozusagen erwartet. Bin ich super neugierig und freue ich mich drauf. Und das dritte und letzte Buch ist dann eine Ariel-Geschichte, die aber einfach umgeschrieben wurde. Ein alternatives Ende inmitten der Wasserwelt, Twisted Tale. Liz Braswell ist die Autorin. Was wäre, wenn Ariel niemals Ursula besiegt hätte? Und Ursula ist jetzt eben auf der Menschenseite und kümmert sich hier um das Königreich von Prinz Erik. Und Ariel ist gefangen in der Unterwasserwelt und ich bin super gespannt. Also ich bin super neugierig, bin ein großer Ariel-Fan und bin auch hier gespannt, was man auf 470 Seiten erzählen kann. Ich finde, das ist echt schon so ein Brecher für so eine Geschichte. Aber ich bin neugierig und freue mich drauf, so eine Alternativgeschichte dazu zu lesen. Dann ist
ein wunderbares Blogger-Paket bei mir eingezogen und ich habe euch dazu auch schon einen Lesevlog hochgeladen. Auch den packe ich euch unten in die Infobox. Und zwar ist es Die Bucht der Träume von Elena Sonnberg alias Adriana Popescu. Wie ihr seht, auch schon gelesen. Es gibt einen Lesevlog. Wir werden nach Italien entführt. Und für mich wirklich ein absolutes Lebenslese-Highlight und hat mich wirklich total fasziniert. Ein erwachsener Roman, ein wirklich spannendes Thema, Selbstreflexion, über das Leben nachdenken, über das Leben der Eltern und auch natürlich so, wie die eigene Familie und die eigene Zukunft aussehen soll. Ganz, ganz, ganz toll und das alles so vor der Kulisse des Gardasees. Also ich verlinke euch unten den Lesevlog, dann könnt ihr euch schon direkt meine Meinung dazu anschauen. Sonst schwärme ich natürlich auf jeden Fall auch im Büchermonat noch darüber. Dann ist bei mir ein Büchlein eingezogen, mit dem ich lange überlegt habe. Wird es ein E-Book? Wird es das echte Buch? Das haptische Buch war nämlich mit 22 Euro gar nicht so günstig. Und dann hat die Bücherbüchse einen wunderschönen Buchschnitt herausgehauen. Und dann wusste ich, A Tempest of Tea muss als echtes Buch einziehen. Denn es ist schon irgendwie so ein Highlight-Kandidat, das muss ich ehrlich sagen. Und ja, ein Hauch von Tee und Blut von Hafsa Faisal. Es gibt auch einen zweiten Teil, der schon angekündigt ist. Und wir haben hier eine Großstadt mit geächteten Vampiren und es sieht wunderschön aus. Und jetzt zum Buchschnitt, der mich ja zum Kaufen verleiht hat. Allein diese Katze ist wunderschön. Und diese Katze durfte auch als Overlay bei mir einziehen. Ich finde die so schön. Also man legt die sich halt irgendwie so über die Seiten. Ich bin da nicht so in the game drin, aber es sieht auf jeden Fall richtig, richtig schön aus. Wird mir wahrscheinlich einfach als Lesezeichen dienen, würde ich jetzt vermuten. Und wir haben hier ja auf jeden Fall Fantasy, denn wir haben die Straßen von Right Roaring, gehören Archie, Casimir, kriminelle Superhirn, Weise und Sammlerin von Geheimnissen. Es ist eine Fantasy-Dilogie und ja, wir haben hier ein luxuriöses Teehaus und hier empfängt die weiße Arthi tagsüber die Reichen der Stadt und gelangt dabei an so manches brisantes Geheimnis. Nachts jedoch verwandelt sich die Teestube in ein illegales Bluthaus für Vampire, die von den Einwohnern des Landes ebenso gefürchtet wie verachtet werden. Doch als ihr Teehaus bedroht wird, bietet ein geheimnisvoller Fremder einen Deal an, dem sie nicht widerstehen kann. Sie soll ein Buch aus dem Atereum stehlen, der verführerischen Unterwelt, die von mächtigen Vampiren beherrscht wird. Zusammen mit ihrem engsten Vertrauten Yin stellt Arthi eine ungleiche zusammen, doch nicht alle sind auf ihrer Seite und plötzlich findet sie sich inmitten einer Verschwörung wieder. Es soll wohl so ein bisschen Grän-Vibes haben, also von Leigh Bardugo und ich glaube, dass ich das wirklich super spannend finde und ich freue mich, das jetzt im Juni wirklich zu entdecken und ja, der Buchschnitt hat jetzt dazu geführt, dass es in echter Form eingezogen ist. Ich hoffe auch, dass es sich am Ende als Highlight sozusagen herausstellt. Ja, ich hoffe mal, ich hoffe. Dann ja, ist der neue King auch dankenswerterweise an den Heine Verlag bei mir eingezogen. Und zwar Ihr wollt es dunkler mit, ich glaube, 12 neuen Geschichten vom Meistererzähler, heißt es so schön. Ihr wollt es dunkler? Gut so. Ich nämlich auch, sagt Stephen King. Wir haben hier 12 Geschichten drin. Bei mir ist es auch schon eingeteilt. Ich lese das mit einem lieben Freund zusammen. Wir haben hier Willi, der Wirrkopf. Wir haben das rote Display. Wir haben Klapperschlangen, die Träumenden und der Antwortmann. Und ich muss echt sagen, den finde ich total spannend klingend. Also von daher bin ich super neugierig. You like it darker. Also von daher, ja, ist das die natürlich die Übersetzung. Ich weiß gar nicht, wer hat übersetzt. Ah ja, hier haben gefühlt ganz viele Leute übersetzt. Wulf Bergner, Jürgen Bürger, Karl-Heinz Ebnet, Gisbert Heves, Markus Ingenday, Bernhard Kleinschmidt, Christoph Kurz, Friedrich Sommersberg, Gunnar Kwinsinski und Sven-Erik Wehmeyer. Ist mir da schon mal bewusst aufgefallen, dass bei Kurzgeschichten tatsächlich mehrere Leute übersetzt haben? Finde ich super spannend. Ich bin neugierig, ob dennoch der Stil von King hier drin bleibt
oder ob alle Geschichten sich irgendwie anders anfühlen, was natürlich auch an King liegen könnte, bin ich super neugierig. Wird auf jeden Fall jetzt in der ersten Woche vom Juni gelesen und freue ich mich sehr drauf. Dann sind noch zwei Hörbücher bei mir eingezogen, so ein bisschen in Anführungszeichen, weil eigentlich höre ich die über BookBeat und eigentlich sind sie damit ja nicht eingezogen. Das ist so ein bisschen, da überlege ich immer, wie zähle ich die? Zähle ich die als Neuzugang? Das würde ich ja zum Beispiel mit einem Büchereibuch auch nicht machen, was ja wie bei BookBeat auch nur geliehen ist. Oder wenn ich mir von Freundinnen ein Buch leihe, zählt das ja auch nicht so richtig auf dem Sub. Aber gut, ich habe mir Altern von Elke Heidenreich geholt und auch schon gehört. Und auch hier kann ich sagen, es hat mir wieder wahnsinnig gut gefallen. Ich mag den Blick auf die Welt von Elke Heidenreich und sie kümmert sich hier eben um das Thema Altern, wie sie selbst jetzt eben mit über 80 ist, wie sie die Welt wahrnimmt, wie sie wahrgenommen wird, wie sie das Gefühl hat, dass die Gesellschaft eben mit alten Menschen umgeht und wie sie das eben so findet und war für mich wirklich ein auch wunderbares Lesehighlight. Und das letzte Hörbuch ist eins, was ich jetzt auch aktuell noch höre, was ich jetzt auf jeden Fall auch im Mai noch beenden werde. Es ist das kleine Bücherschiff von Tessa Hansen. Ich bin darüber gestolpert, weil mir das Winterbuch dazu angezeigt wurde, was, glaube ich, im September erscheint. Und ich dachte, oh cool, so ein Bücherschiff. Und dann habe ich aber gesehen, okay, Teil 2, was ist Teil 1? Und dann hat mich eben Teil 1 angesprochen, sodass ich es jetzt höre und auf jeden Fall es auch noch beenden werde und das eben auch bei BookBeat ungekürzt zur Verfügung steht. Und das ist eigentlich immer ganz schön, wenn man irgendwie so über den Winter-Weihnachtsteil auf eine Frühlings-Sommergeschichte stößt. Und ich mag ja so Wohlfühlromane super gerne zum Hören und dementsprechend freue ich mich, euch dann im Büchermonat auch über das kleine Bücherschiff zu erzählen und wie das so ein bisschen ist, wenn eine Bibliothek eben auch so ein bisschen umherschippert. Ja, und das waren sie jetzt, die 17 Bücher aus dem Mai, also doch eine ganze, ganze Menge, wobei ich jetzt gerade so denke, okay, ein bisschen was habe ich auch schon gelesen, anderes passiert zum Beispiel, passt dann einfach besser in den Herbst, in den Winter oder wird dann eben natürlich auch nach und nach gelesen. Ich freue mich auf jeden Fall über meine Neuzugänge. Ihr könnt mir natürlich gerne sagen, ob eins meiner Neuzugänge bei euch eingezogen ist, auf welches Buch ihr euch im Mai besonders gefreut habt, ob ihr so ein bisschen auch bei der Bücherbüchse unterwegs seid und euch da immer mal ein Buch mit Farbschnitt gönnt. Also lasst uns gerne in den Austausch gehen. Alle Bücher unten in der Infobox und auch die Videos verlinke ich euch. Schaut da super gerne mal vorbei. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.